Vormittags in Ingolstadt 15.000 Audi-Mitarbeiter streiken. Für 7% mehr Lohn und 170 Euro mehr für Azubis. Auch in Straubing wird gestreikt. Bayernweit legen heute 43.000 Metaller die Arbeit nieder. Das Ziel der IG Metall so kurz vor der neuen Verhandlung, den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Menschen brauchen Geld, die Menschen brauchen Perspektive, die Menschen brauchen Zukunft. Und die Schwierigkeiten, die wir derzeit haben, sind ganz sicher nicht von denen verschuldet, die gerade in den Betrieben, in den Büros arbeiten. Die IG Metall will 7% mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten bisher schrittweise 3,6% mehr und verweisen auf die schwierige Wirtschaftslage. Allein in den letzten Wochen durch das Thema USA, durch Trump, kommen zusätzliche Belastungen auf die Wirtschaft zu. Wir sehen, dass wir in einer Abwärtsspirale sind. Wir müssen diese Entwicklung in unsere Verhandlungen wirklich mit einfließen lassen. Die Einigung zum Greifen nah. Sollte es heute aber keine geben, kündigt die IG Metall längere Streiks an.